So, willkommen zurück zu Teil 2 von Episode 2 und wir drücken den Random-Button. Ja, ging ja gut los gerade mit Helsing The Dawn. Das ist Dub, das kommt weg. Jupp. Zum Glück sollte man vielleicht sagen. Weg. Jupp. Und das, das ist eine erste Staffel. Oh ja, das sieht ja nach richtig viel Spaß aus. Die Sachen, die ich liebe. Ich glaube, immer der Mittelteil von unseren Episoden, der wird immer super. Du meinst, die schlechten Serien kommen immer in der Mitte? Ja, vielleicht schleicht sich das jetzt ein. Ich habe ja schon Angst vor der Serie. Oh, ganz schön. With unquestionable justice and the holy sword. Oh ja. Oh Mann. Ein Action-Mädchen-Anime? Oh Gott. Schlimm ist, das ist auch schon so billig animiert. Oh nein! Play. Das ist ein Stück. Was haben die denn da für so eine Kugel um sich rum? Das ist ein Scheinwerferkreis. Achso. Ja. Der ist kleiner geworden. Oh, okay. Ein Traum natürlich. Ein Traumintro. Ja. Woo. Es hat auch noch gar keinen Strich. Sehr schön. Aber Traumintro mit Frau. Also ist es wahrscheinlich ein Schon. Ja, oder halt nicht. Aber wahrscheinlich schon. Oh, die schreit schon wieder so rum. Oh, das ist doch halt ein Show, ne? Wer weiß das schon so kurz. Ja, ja sofort. Okay, es wird eindeutiger. Brüste innerhalb der ersten 30 Sekunden, Plan erfüllt. Wir sind im Soll. Ja, noch mehr mit wenig Kleidung rumlaufen. Die Charaktere sehen auch so richtig generisch aus. Ja, der Zeichenstil ist auch also sehr durchschnittlich. Ja, ich würde sagen, so hast du das Jahr gesehen? Anfang 2000er, ich habe das Jahr nicht gesehen. Ja, eher Anfang 2000er. Ja, ja. Mann. Edgy. Oh, wir kriegen ein Intro. Ja, ja. Das wird eine Mädchenkampf. Ich glaube, das ist eine edgy Serie. Boah. Wir haben irgendwie so vier Mädchen, die wahrscheinlich abwechselnd mal nichts anhaben oder auch mal alle gemeinsam nichts anhaben. Dann vielleicht noch ein bisschen Kloppe dazu, so Männerfantasie. Ja, du hast wahrscheinlich ist es echt so der Hauptcharakter, und da gibt es noch die Kleinen und die mit den dicken Brüsten, die mit dem normalen. Das ist ja deine Brusttheorie, ne? Ja, ja, ich meine, das geht nicht, man muss sagen, das gilt nicht nur für Brüste. Sie wollen einfach generell mit weiblichen Charakteren immer ein möglichst breites Spektrum abbilden. Ja, also die Japaner sind ja auch, was so Verhalten angeht und Kleidung. Ja, in solchen Serien muss man auch eine Ausgewogenheit haben, ne? Sie haben übrigens die Brustszene gerade gleich nochmal gezeigt, die wir eben hatten, einfach weil sie einmal nicht gereicht weil hat. Weil sie es können. Ja. So, aber wer ist denn jetzt der glückliche Mann, der quasi uns in diesem Anime repräsentiert? Den habe ich noch nicht gesehen. Ach, du meinst, es wird ein richtiger Harem? Weiß ich nicht, aber irgend so ein Typen, in den man sich hereinversetzen geben sind doch meistens schon. Oder Ach, meinst du, ist das so reines... Nur Mädchen? Ich könnte mir vorstellen, dass es hier nahezu 100% weibliche Charaktere gibt. Nahezu. Mal gucken. Aber es hat irgendwie auch was mit Theater zu tun, ne? Also die Theaterszenen kommen doch häufiger vor. Vielleicht haben sie so einen Theaterclub. Theater AG, ja genau, irgendwie. Es wird ja wieder ein School-Anime. Ja, School-Anime ist immer scheiße. So, jetzt erzählen uns wieder die japanischen Synchronsprecher, wer hier alles welchen Sponsoren sie danken, ja. Soul Blade. Nice to meet you, I'm Konoe Tsunao. Toller Titel. Weißt du, manchmal hast du ja so Meisterwerke vor dir, so einen richtig griffigen Titel. Und? Fällt sie hin? Fällt sie hin? Ich glaube, sie fällt jetzt in ein paar Metern hin. Nein. Das sieht so richtig schlecht aus. Guck dir mal die Proportionen vom Gesicht an. Ja. Ah, okay. Sie also. Ist die, Sie ist dieser Kriegertyp. Sie ist so ein bisschen kalt und kämpferisch. Und sie ist so eine überambitionierte, garantiert. Sie ist die aggressive Kleine. Und sie ist die ältere. Ja, wie gesagt, in jeder Hinsicht muss alles abgedeckt werden. Ja. Das ist die ruhige. Das ist die aufgedeckte, das andere ist die ruhige. Die beiden kommen auch immer sofort zusammen vor. Ja. Das ist sehr häufig, dass die interagieren. Ja, sie hat auch schwarze Haare, relativ lang. Ja. Ja. Weil sich da irgendwie, das balanciert sich dann aus. Frag mich nicht warum. Ich meine, schwarze Haare, blonde Haare, gibt, rote Haare.
Es gibt ja Serien, bei denen das funktioniert. Aber es gibt halt so viele. Und das ist die beliebte, erfolgreiche? Ja. Yo. Also wir haben hier so einen absolut stereotypen Anfang. Absolut. Ui, das ist so eine Gag-Serie auch, oder? Ja. Jo. Und? Krankenschwester? Nein. Lehrerin? Oh, wir werden es nie erfahren. Wir werden es nie erfahren. Oh Mann. Ach, ja. Das war Teil 2. Never ever again. Und sowas wird noch häufig kommen. Naja, wir freuen uns auf Teil 3. Es kann ja fast nur besser werden.